die nächste Folge. Okay, ja, man hat sich zu tun, aber ich helfe ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen viel auf einmal. Schmutzige Orangis gegen Traug, irgendwie best of both worlds. Ein bisschen Wüste. Ja, das machen wir die ganze Zeit schon. Vergesst das, dass die schmutzig sind. Oh, ja, ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Ja. So gut, ja, super. Geht jetzt weg. Gut. So, und wir wollen ja nichts übersehen. Hat da irgendjemand eine Keycard verloren? Schmutzige Orochi. Klingt auch ganz furchtbar. Sind das eigentlich alles Japaner? Warum sind die Japaner eigentlich die Bösen? Das sind die schon lange nicht mehr. Und als die Bösen waren, waren wir auch die Bösen. Ausschluss habe ich so, ne? Genau. Aber die Bösen waren wir ja mal. Ne? Der Schmutzspur folgen. Mhm. Machen wir da mal auf, gucken, ob da vielleicht uns einer entgegenkommt. Irgendwann muss doch da mal einer drin sein. Das ist doch ein Erschreckungsfaktor, der ist... Aha. Die zwei machen wir einfach mal so weg. So. Brauchen wir oder brauchen wir nicht? Oh, wir sollten das wirklich machen, weil die sind ja richtig gewalttätig. Und wir sind ja jetzt dauernd hier. Naja, gut, wir folgen der Schmutzspur. Also, wenn da nicht noch irgendwas super Fieses kommt, das meine ich nicht damit. Die sind nicht super fies. Ja, gut, ja. Schmutz. Ach, das macht die immer, das nervt. Ja, das hat in der verbrannten Wüste schon genervt. Aber die sind halt, ne, bewaffnet. So, Schmutzspur. Bin ich wieder halbwegs fit? Komm, wir machen mal den Schmutzeffekt weg. So, sind wir wieder heile. Mal ganz kurz gucken, warum haben wir denn kein Pet dabei? Ah, siehst du mal, ich will doch mal einen Raben. Super. Dr. Miltro töten. Machen wir gerne. Da ist das Dr. Miltro. Mhm. Machen wir erst das. Dann das. Dann das. Der hält einiges aus, aber... Naja. Bin ja schon was fortgeschrittener. Die Wali-Aufzugs-Keycard mitnehmen. Okay. Wir gehen zu Wali. Whatever it means. Da ist die Karte. Kriegen wir die ohne Schmutz zu kriegen? Wow, ein Rätsel. Wow. Gut. Missionsbericht senden. Was ist das für einer? Auf zu Psycoil. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz. Should remain at their desks. Oh, ich merke everything is fine. Ja, ist super. Remain at your desks. Remain where you are. Ich muss hier noch ein bisschen was ausgeben, ne? Oh, das reicht jetzt schon nicht mehr. Haben wir das da alles? Das da haben wir auch schon. Okay, so. Dann haben wir aber da auch noch ein paar aktive Kräfte. Das noch nicht. Haben wir denn hier alles? Nö. Machen wir das doch mal. Ah, so, dahin. Da war der Sound kurz weg, warum auch immer. Mhm. So, mal ganz kurz schauen. Da ist alles voll, aber noch, oder? Ah, da ist auch noch einer der. Das kommt als nächstes. Und dann machen wir nur noch Endsteine. Stein auf Stein. Schmutzi. Trolla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 . Es geht voran. Ja gut. Na, das ist halt Schmutz. So. Ah, ich höre gerade, meine Frau ist da. Das heißt, nach dieser Folge machen wir eine kurze Pause, dass ich die mal begrüßen kann. Aber das sind halt eben noch 25 Minuten. So, gehen wir mal rein.
Hat mir gesagt, sie kommt so gegen 6. Mann. Ah ja, egal. Ja, ich will nach Bali fahren und machen wir gleich mal hier. Das brauchen wir nämlich. So. Wunderschön. Bali. Die stellen dieses Beruhigungsmittel her, ne? Diazepam. Na, die Experten wissen jetzt Bescheid. Welcome to the Bali branch of Orochi. Bali. Mapping the miracle of life. Oh, das klingt nach Genetik. Local bounty detected. Initiating. Alle defekten Cyborgs deaktivieren. Hm? Deaktivieren, das ist immer so schön euphemistisch. Also um es zu erklären, ne, warum Wali, die machen Diazepam. Diazepam, der Handelsname, den jeder kennt, ist Valium. Mhm. Please, I'm very busy. Ja, das ist immer sehr, die auch. Hm? Jo, das ist ein bisschen geklaut, ne? Ganz ehrlich. Zeit für das Heierbettchen, genau. Hm? So, okay, was hat er hier zu sagen? Herzlichen Glückwunsch an unsere Bali-Mädchen für den ersten Platz bei unserem dreimaligen Karaoke-Turnier. Wir möchten alle Mitarbeiter ermöglichen in unserem Gesangsunterricht täglich von 13.07 Uhr bis 13.21 Uhr. 14 Minuten, ja. Teilzunehmen und an ihren Schreibtischen laut zu singen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, wenn Sie Ihre rauschunterdrückten Kopfhörer noch nicht erhalten haben. Danke, das Management. Mhm. Und da ist der Computer. Was haben wir da drin? So, Kaffee. Oh. Upsa, wer das Waldteam? Ihre Arbeit auf dem Gebiet der Biotechnologie, ich erwarte Furchtbares, und der medizinischen Anwendung unserer Robotertechnik ist einzigartig. Wir verbessern tatsächlich Leben. Wir möchten Ihnen folgende Dankschreiben daher nicht vorenthalten. Die Ärzte sagen, ich würde die ersten Schritte meiner Tochter nicht mehr erleben. Dank ihrer experimentellen Programms werde ich sogar ihre Yes Dates, ein Albtraum, erleben. Danke. Ohne meine Beinprothese von Bali wäre ich heute nicht im Leichtathletik-Team. Sie sind großartig. Wali hat mir mein Leben zurückgegeben. Gott segne sie. Sie haben nie direkt etwas für mich getan, aber es war ihr künstliches Herz, das einen Mann in der Lage versetzte, mich vor dem Ertrinken zu retten. Alles, was wir tun, schlägt Wellen. Tausend Dank. This is only a test. In the event of a real emergency, something would follow this sentence. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Ich kann nur versuchen, den Rest meines Lebens sinnvoll zu gestalten. Danke, Wali. Oh, wie schlimm. Setzen Sie Ihre gute Arbeit fort, Team. Wir machen die Welt besser. Mhm. Das war's. Gut. Da ist ja bestimmt nochmal die Mitarbeiter. Aha, Drohnenaggression. Mhm. Wir möchten Sie vorsichtig darauf hinweisen, dass uns einige Berichte über unruhige und aggressive Verhaltensmuster der Kindermädchendrohne erreicht haben. Bewahren Sie Ruhe und seien Sie besonders vorsichtig, während wir eine Reihe von Tests durchführen. Nutzen Sie die Kindermädchendrohne bis zur Klärung des Sachverhalts keinesfalls für Massagen. Das ging aber schnell. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Das geht auf. Okay, das ist nicht unbedingt das, was ich vernichten sollte, aber ich vernichte es einfach alle. Da draußen liegt was, was ich brauche. Aber wir nehmen hier erstmal die rote Keycard, die ich nicht sehe. Aber die haben wir jetzt. Mhm. Ja, geh an den Computer. Mhm. Gut. Sicherheitstüren. Ups, der Kaffee. Kontaminierungsprotokolle wurden aktiviert. Wir haben derzeit technische Probleme. Einige der Drohnen zeigen aggressive und ungewöhnliche Verhaltensweisen. Ups, zu ihrer eigenen Sicherheit werden daher alle Sicherheitstüren geschlossen und verriegelt. Erfreulicherweise konnten alle Mitarbeiter den nun abgeriegelten Bereich rechtzeitig verlassen. Öffnen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht die Türen. Die gemeldeten Stampfgeräusche stammen von den oben erwähnten Drohnen. Mhm. Was sagt die Mitarbeitervertretung?
Das, die sagen nichts. Gut, dann wissen wir ein bisschen was, aber wir müssen hier raus, weil... ich habe doch da was gesehen. Please ignore the voices in your mobile phone. Irgendwas stimmt da nicht. There are no voices in your mobile phone. Forever. Forget this warning of the voices in your mobile phone. Also, kann sein, dass dahinter irgendwas Schlimmes ist. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen ja da rein jetzt mit der roten. Juhu. Okay. Die sind schon sehr gefährlich, ne? Ja. Okay. Ah. Oder sind auch sehr gefährlich. Also, ich glaube, das ist gefährlicher als die anderen. Wow, Alter! Oh, 250 Roche-Drohnen. Hab ich zerstört. Bin ich stolz drauf. Ist super. Und das ist... Na, die machen wir trotzdem platt. Und zwar so. Okay, es wäre total toll, wenn ihr nicht aufwacht. Nur so, ne? Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber... Das ist einfach... Ja, das kann man geschickter machen. Was habe ich da gemacht? Was ist das, was ich da habe? Ach so, ein Computer. Emi muss mal wieder. Wohlbefinden und Büroschlaf. Wohlbefinden ist uns im Sinne des Erfolgs unseres Unternehmens sehr wichtig. Im Rahmen unseres bürointernen Wellnessprogramms haben wir Ihnen den halbstündigen Büroschlaf eingeführt. Wir empfehlen Ihnen, diesen Anspruch zu nehmen. Thank you. Thank you. Erfrischen Sie Ihren Körper und Geist, um am Nachmittag leistungsfähiger zu sein. In diesem Zusammenhang wurden einige unserer Kindermädchen-Drohnen dieser Etage zugeteilt, um ihr Wohlbefinden mittels Ernährung, Schlafgewohnheiten und Trainingsplätzen und Trainingsplätzen und Trainingsplänen und Trainingsplänen und Trainingsplänen und Trainingsplänen zu verbessern. Sie weisen Sie auf das Ende der Berufsschlafzeit hin und singen Ihnen auf Wunsch Ihre persönliche Schlaflied. Lassen Sie uns wissen, wie Sie Ihren Arbeitstag verbessern und wie wir diese neue Initiative optimieren können. Mit freundlichen Grüßen. Jawohl, Ruth. Nein, das war nicht die Ruth, sondern na, das Management. Droidenlager, Droiden in Bewegung. Uhu. Wir haben die Droiden in den neuen Lagerbereich gebracht. Die Reparatur und Wartung der jüngeren Lieferung ist abgeschlossen. Sie müssen jetzt für die nächste Phase bereit sein. Die Spätschicht hat allerdings gemeldet, dass die Droiden hätten sich in der Nacht bewegt. Das kann eigentlich nicht sein. Hat sonst noch jemand was Vergleichbares bemerkt? Sagen wir mal so, ich sehe hier Teile des Ergebnisses. Oh. Hausmeisterdrohne. Ach, mir macht das egal. Warum soll man etwas stehen lassen, bis es sich dann irgendwie bösartig verhält? Da kommen wir nicht rein, da kommen wir hier raus. War hier noch irgendwas? Nein. Schildkrone. Ach je. Ach tot. Ups. Wer noch? Fällst du jetzt um? Ist die einfach nur deaktiviert? Ich weiß es nicht. Aber hier können wir rein und hier wollen wir rein. Weil das... Please ignore the voices in your mobile phone. Ja. There are no voices in your mobile phone. Das ist alles richtig. Forget ja. this warning of the voices in your mobile phone. Please be still. Okay, also die Drohnen sind auch nicht so, wie sie geplant waren.
Die machen wir anders. Das sollte reichen. Das reicht auch super. Dann war hier noch ein bisschen aufgeräumt. Okay. So, das ist wieder eine sehr, sehr rote Mission. Laptop, gut. Juhu, Orochi, Emimus. Martins Forschung. Mr. Foster hat Martin einen Raum zugeteilt, um seine einzigartige Anwendung der gewöhnlichen Technologie von Orochi zu testen. In seinem und unserem Interesse bitten wir Sie, ihn nicht zu stören. Der Zugang von der Haupthalle wurde abgeriegelt, aber im Notfall können Sie die Tür mit dem Code 6549, ich bin vorbereitet. Geöffnet werden. Das war, glaube ich, wichtig. Aber wir müssen trotzdem nochmal dran, weil im zweiten Brief von der Mitgliedervertretung steht drin, dass der Code geändert wurde. Warnung, Todeskammern. Herr Thiem, zur Erinnerung, das Betreten der Todeskammer während des Tests ist untersagt. Sie heißt schließlich nicht ohne Grund Todeskammer. Unsere Drohnen testen in den Kammern scharfe Waffen. Ich will in meinem Bericht nichts von Unfällen lesen. Sie wollen sich garantiert keine Kugel einfangen. Meine Sicherheitskarte ist schon wieder weg. Das war garantiert dieser ferngesteuerte Staubsauger. Diese kleinen Mistdinger saugen ständig irgendwas ein. Sag nicht, ich wäre paranoid. Das passiert ja nämlich ständig. Ich habe es so satt. Auch das könnte wichtig sein. This is only a test. In the event of a real emergency, something would follow this sentence. Ja, ja. Ups, ich nehme es auch. So. Yeah. Warum eigentlich? Na, egal. Blaue Keycard nehmen wir. Mhm. 6, 5, 4, 9. Uhu. Freudeneinheit Prototyp. Ich verstehe. Es tut mir leid, aber ich mach dich trotzdem weg, oder? Kann ich mit dir reden? Aha, gucken wir doch mal rein. Im Moment macht sie nichts, aber ich mach sie natürlich weg. Mhm. Tagebuch. Oh, oh, Freudeneinheit. Das wird schmutzig. Endlich. Mhm. Oh. Martin, ich kann es selbst noch nicht fassen, aber Ihr Nebenprojekt wurde bewilligt. Sie haben alle Bestellungen der Armee erledigt. Sämtliche Drohnen können ausgeliefert werden und wie es scheint, werden wir eine Weile hier sein. Ich gebe Ihnen einen Raum, in dem diesem wird Ihr Projekt bleiben. Ich will es weder sehen, noch will ich etwas davon hören. Glauben Sie nicht, dass ich es bewillige. Ich tue nur, was man mir sagt. Ich hoffe nur, ich bereue das Ganze nicht eines Tages. Ja, du nicht, aber der andere. Akquise. Als Hardware habe ich einen der Kindermädchen-Drohnen angefeuert. Sie ist heute angekommen. Den Rest habe ich über einen längeren Zeitraum gesammelt. Koro in belastete Träume hat mir sehr dabei geholfen. Ihr Lachen ist wunderbar. Ich denke, ich werde Ihr Lachen benutzen. An der Software arbeite ich seit Jahren. Wir haben uns unterhalten, sie und ich haben Schach gespielt, wir haben uns sogar Filme angesehen. Ja, ja. Schulan. Ja. Sie ist eine Collage wunderbarer Eigenarten, die ich im Laufe der Jahre bei anderen gesehen habe. Ich habe viel zusammen erlebt, wenn man darüber nachdenkt, aber wir haben nie Händchen gehalten. Ihr Name ist Desdemona. Frustration. Ich habe Probleme, meine selbstentwickelte Software mit der Hardware des Droiden zu verknüpfen. Der Spot meiner Kollegen ist auch nicht gerade hilfreich. Dieselben Leute werden irgendwann mein Produkt bestellen, heimlich über das Internet, wenn ich fertig bin. Einer von ihnen war offenbar hier drin und hat auf mein Whiteboard geschrieben. Neidisch, lüstern. Ich mache jetzt eine Pause, um mich mit Dates
zu simsen. Ich hoffe nur, all das hat sie nicht verängstigt. Oh, er hat einen großen Namen für Desdemona. 4. Erfolg. Desdemona hat ihre ersten Schritte gemacht. Ich habe ihre Hand gehalten, sogar getanzt haben wir. Ihr Gedächtnis ist ein bisschen durcheinander. Ich muss ein paar Anpassungen vornehmen. Ich habe sie gefragt, ob sie endlich von den letzten Schritt in Richtung körperliche Veränderung gehen will. Sie wusste nicht recht, was ich meine, weil sie sich nicht an alle Szenarien erinnert, die wir besprochen haben. Oder an die Websites, die wir besucht haben. Porn. No. Schlimm. So. Aber es wird ihr schon wieder einfallen, da bin ich ganz sicher. Heute Abend beginnt der letzte Test meiner Arbeit und Leidenschaft. Er lebt nicht mehr? Nein? Nein? Mhm. Was hat er? Er hat ein Spanking Paddle. Das ist die Freudeneinheit. Soll ich da drauf schießen? Die kann ich nicht. Och, die beiden Kameras, das sind ja Details. Alter. Aha. Woran ist er gestorben? Achso, die Tastatur, gut. Das war ja nur eine kleine Episode. Und hier kommen wir mit unserer roten Keycard durch, oder? Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Thank you for. Thank you. Thank you. Jetzt schon. Thank you. 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 Sein können, ne? So. Ist jetzt hier einer drin? Komm, einmal, der Schock, bitte. Och, komm. Der Blutspur folgen. Ja, sie variieren schon ein bisschen. 8 Minuten noch, dann gibt es eine kleine Pause. So, dann ist die Folge vorbei. Ich begrüße meine Frau. Ah. Okay. Na, komm her. Keycard. Aber da fehlt ja noch ein Cyborg. Was ist dieses? Der nicht auf ist. Oh, okay. Nein. Ich wusste es doch. End over, it's over. Danke. Du bist aber jetzt der Letzte, oder? Nein. Achtung noch. Das waren sie alle. Super. Eine Nebenmission. Und wir bleiben bei Vali. Mal gucken, was sagt denn unser Aufgabenboard? 2 Nebenmissionen, 1 Hauptmission. Die nächste Hauptmission kriegen wir gleich fertig. So, gehen wir schon zum Aufzug. Employees should remain at their desks. Naja, das ist richtig. Everything is fine. Ja, alles super. Remain at your desks. Ja, bin ich. So. Ein Wissenschaftler? Are you lost? Ja, ich habe mich verlaufen. Du bist gleich tot. Nein. Ja, ich muss ja wohl, ne? So. Vali haben wir schon. Müssen wir nicht nochmal. Großartig. Ne? Warum ich das mache, seht ihr später. Oder ja, seht ihr. Die jetzt zuschauen, das ist niemand, sehen das. Naja. Die Etage untersuchen. Posteingang. Leer. Gesendet. Das Odyssey-Projekt. Ach komm. Na gut.
Kais, antworten Sie, wenn Sie diese Mail erhalten. Die Computer hier unten haben zuletzt nicht funktioniert, wie sie sollten. Wieder eine erfolgreiche Operation. Ich habe für einen unerschöpflichen Gewebenachschub gesorgt, aber die Ernte ist knifflig. Sie haben mich mit dem Odyssey-Projekt betraut, Kais. Ein weiterer Versuch, die Kluft zu dem Ort zu überwinden, den wir Agatha nennen. Steuerung T. Shift T. Und nicht nur das. Ich werde die Entsendung unbemannter Einheiten dorthin vorschlagen. Das heißt, mehr oder weniger unbemannt. Wir können es schaffen. Glaube ich nicht. Kais, wir müssen nur konzentriert bleiben. Ich muss konzentriert bleiben. Danke, dass Sie die Ohren aufhalten, Kais. Der nennt den Namen zu oft. Der will dir was verkaufen. So, Ersatzteile. Die Ernte geht weiter. Einige gescheiterte Prototypen. Die Frage ist, was versetzt die Anima-Beseelten oder Kurzbienen in die Lage, nach Agatha zu reisen? Wie können wir unsere eigenen Agathanauten? In das Ungewisse schicken. Ja. Ich weiß. Was können wir von einer Biene lernen, dass unser Mech oder Thron die Reise nach Agatha ermöglicht? Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Allerdings gebe ich zu, dass ich plötzlich das Gefühl habe, alles könnte scheitern. Ich komme gerade aus dem OP, also helfen Sie mir, Kais. Ich würde meine eigenen Schritte nicht hören. Was? Der ist ein bisschen seltsam. Kopfschmerzen. Daten bestätigt. 4, der Stock. Daten bestätigt. Alle Mittel gestrichen. Daten bestätigt. Das war klar. Gut. Das war gesendet. Entwürfe. Nein. Papierkorb. Ist ja gut fertig. So spät haben wir es. Ja, dauert noch ein bisschen. So. Da kommen wir rein. Da war nichts. Nein. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Gar nichts. Ging es hier nicht durch, doch. Wäre auch so gegangen. Dann ist hier alles, einfach alles offen. Gut. Und das ist ein Orochi-Laptop, der nichts kann. Okay. Was ist das? Da liegt einfach etwas, was nichts ist. Wir kommen hier überall durch. Der ist zu. Gut. Das heißt, hier ist was. Heißt es natürlich nicht. Da ist was drin, aber das... Doch. Finden wir hier was? Da drin ist was. Da. Lifeform Z772 has escaped its enclosure. Please hide. We apologize for any inconvenience. Posteingang. Gesendet. Hä? Ist hier vielleicht irgendwas? Moment, dann gehen wir nochmal zurück. Aha, 3. Okay, ist mein Kopf gleich einem Scherbenhaufen. Migräne, keine Ahnung, ob es am Stress oder den Geräuschen liegt. Subjektbiene hört nicht auf zu schreien, egal womit ich es narkotisiere. Die Frage ist, wie viel kann man aus einer Biene resizieren, ehe sie stirbt und sich wieder regeneriert? Wir machen es so schmerzlos wie möglich und der Tod ist nur vorübergehend, aber das Ganze geht mir an den Nieren, Kais. Wir treten auf der Stelle, wir haben lebende Organe, ja sogar einzelne Gehirne in unsere Drohnen verpflanzt. Einige von ihnen kämpften in Tokio, als alle die Bienen kamen. Wie viel lebendes Gewebe braucht eine Drohne, um nach Agatha zu gelangen? Welches Organ? Scheiße, mir brummt der Schädel. Ich lasse mir eine dieser tragbaren Anima-Quellen bringen. Ich bin es leid, jedes Mal so weit zu gehen, wenn die Biene stirbt. Tragbare Anima-Quelle. Au!
gut, das will ich auch haben. 4, der Stock. Um Ihre Frage zu beantworten, nein. Oder sollte ich sagen, nicht zutreffend? Ah, genau, das lesen wir noch. Das ist ja das Schöne daran. Es geht nicht um die Anzahl. Wir benutzen nur eine einzige Biene. Wir haben recht, Sie haben recht, die Gefangennahme einiger aktiver Bienenagenten wäre zu schwierig und die Reaktion Ihrer Gruppierung wäre wohl recht unerfreulich, wobei das nicht in meine Abteilung gehört. Wir benutzen nur eine einzige Biene. Unerschöpfliche Gewebeproben, sobald wir zu viele nehmen, regeneriert sie sich einfach. Ich glaube nicht, dass ihm klar ist, welche mutigen und gewaltigen Beitrag er leistet. Er würde sich weniger stark wehren, wenn er wüsste. Selbst in Narkose ist der Blick in seinen Augen, wenn er mich anstarrt. Er gehört zu keiner Gruppierung. Ich habe ihm den Stock abgekauft. Wie es scheint, sind die Gefängniswärter dort genauso bestechlich wie die alle anderen. Niemand sucht nach ihm. Der Stock. The penthouse is currently closed for maintenance. So. Alle Mittel gestrichen. Das lesen wir noch. Nein, das lesen wir nicht. War da noch was drin? Moment. Gesendet war ja leer. Entwürfe. Papierkorb ist auch leer. Wir machen eine kurze Pause. Also erstmal Aufnahme stopp.